Ein Freitag Mitte März. Ein sehr wichtiger Tag für den Forstbotanischen Garten von Schloss Seyfriedsberg. Eine ungarische Eiche wird gepflanzt. Der erste neue Baum seit 20 Jahren. Herbert Blatt erinnert sich, in welchem Zustand der Park letztes Jahr war. Da waren ja so viele lose Äste, so viele Bruchstände. Und das war eigentlich der Auslöser, den Park wollen wir retten. Und den Park, den wollen wir der Öffentlichkeit erhalten. Das ist der erste Schritt, gell? Und das ist jetzt der erste Schritt, ja, mit der Nachpflanzung von den verloren gegangenen Bäumen. Seine Aufnahmen wird er gleich einer alten Dame zeigen, für die das eine echte Herzensangelegenheit ist. Verschiedene Eichen, mächtige Douglasien, riesige Platanen. Sie sind die Methusalems im Park, mit 150 Jahren oder mehr. So genau lässt sich das nicht sagen. Im Sommer beeindruckt das Farbenspiel von Rot, Buchenallee und Rhododendren. Nirgends in Bayern sind sie prächtiger. Das alles zu erhalten, ist das Anliegen dieser Frau, Margarete Ammon. Herbert Blatt, ihr guter Freund, zeigt die Aufnahmen, die er vor einer halben Stunde gemacht hat. Ah, ja, sehr schön, dass ihr mir das mitgebracht habt. Das freut mich ja sehr. Ja, schau an. Das macht man halt noch mit der Hand, gell? Da gehört wieder das Gefühl. Das ist noch Handarbeit, ja. Ja, das ist das Gefühl. Toll. Ja, das Margarete Ammon ist in Tannhausen aufgewachsen, nur wenige Kilometer von Seyfriedsberg entfernt. Gerade erst ist sie 99 geworden und besucht den Schlosspark immer noch regelmäßig. Zu meinem Heimatgefühl gehörte Seyfriedsberg und der Park einfach dazu. Das war unser klassischer Maiausflug. Da ist man von hier zu Fuß über die Hügel, darüber durch die Wälder und dann den Hang runter und der Kirche entgegen. Und es war der Mai. Und dann ist man im Park drauf und zum Schluss ist man wieder zack, zack, zack nach Hause gegangen. Und erst durch euren Film bin ich da drauf gekommen, in welchem miserablen Zustand das ist. Rückblick. Letzten Sommer hatten mehrere Baumschäden die neuen Eigentümer aufgeschreckt. Experten kamen, weil Parkverwalter Franz Heuberger eine weitreichende Frage umtrieb. Und da geht es jetzt darum, wie machen wir weiter? Muss man den Park zumachen oder kann man offen lassen? Entscheidend die Sicherheit der Besucher. Vor allem beim Zwiesel in der Buchenallee hatte Parkbaumexperte Hans Marz Bedenken. Sie haben ja vorhin gesagt, der Riss ist etwas tiefer geworden. Also das heißt, es hat sich an der Stelle was verändert, nämlich was verschlechtert. In dem Sinne würde ich schon sagen, dass man da nicht mehr lange warten wird und den wegmachen, weil es einfach eine Gefahr ist. Diese ungarische Eiche war bereits abgestorben und musste auf jeden Fall weg. Forstsachverständiger Michael Schraudi hatte eine Idee. Dass man eventuell unten einen Stumpf noch stehen lassen. Genau, das wird vielleicht ein bisschen so einen kleinen Biotoppunkt noch mal darstellen. Kurzum, keine guten Aussichten für den 1848 durch Prinz Karl zu Oettingen-Wallerstein gegründeten Park. Wenn ich sage, ich lege jetzt mehr den Schwerpunkt auf Natur und Ökologie und Vielfalt, dann müsste ich ihn schließen. Wenn ich sage, der soll zugänglich bleiben, weil mir das wichtig ist, dann muss ich halt mehr in der Baumpflege machen. Einen öffentlichen Park verkehrssicher zu halten, ist Aufgabe der Eigentümer. Und das kostet. Margarete Ammon gehört der Park nicht, aber ihre Stiftung hat die Mittel, um Natur zu erhalten und Menschen zu schützen. Ich liebe Pflanzen. Und wenn man klein ist, dann macht man kleine Pflanzen, Blümchen. Und wenn man älter wird, dann irgendwie mag man die größeren Pflanzen. Und jetzt, wo ich alt bin, mag ich die alten Bäume. Und dann habe ich gedacht, da sperren die zu und die ganzen wunderbaren Bäume, das alles geht kaputt hinten. Und eines Tages geht's weg. Darf man doch nicht zulassen. Wenn man hier daheim ist, muss man sich ein bisschen drum kümmern. Das Kümmern um die Baumriesen übernehmen jetzt Spezialisten. Nur 20 Kilometer von hier ist Baumpfleger Andreas Neumeier groß geworden. Den Park kannte er bisher nicht. Es ist wahnsinnig schön, einmal
erstmal diese Vielfalt der Bäume und der Rhododendron zu sehen und einmal dann aber auch das Alter zu sehen, diese Baumriesen zu sehen. Und also das ist schon sehr schön. Ne? Also ich mache die Baumpflege schon einige Jahre und also so verschätzt an den Höhen habe ich mich noch nie. Naja, also hier mit der 30-Meter-Raupe, da kamen noch mal 10 Meter nach oben. Das ist dann schon ganz ordentlich. In etwa 25 Metern Höhe macht Jannis Tierfelder jetzt Entlastungsschnitte an den Rotbuchen, damit die Kronen leichter werden und der Stamm weniger zu tragen hat. Die abgebrochene Spitze einer 60 Meter hohen Weißtanne ist letztes Jahr in eine Gruppe Rhododendren gestürzt. Sebastian Schwer und André Kattler befreien die Sträucher nun vom Totholz. Die sind halt schon für beide Schwaben gigantisch, so solche Riesendinger. Werden die wieder so schön, wie sie mal waren? Dauert lange. Also so völlig und einfach von der Form her, wie sie waren, wird schwierig oder dauert einfach lange. 5 Jahre, 10 Jahre, 20? 15 bis 20, also bis sie dann wirklich wieder die Form haben. In der Buchenallee soll jetzt der Baum gerettet werden, der eigentlich schon aufgegeben war. Der Zwiesel. Wenn wir den Baum jetzt hier rausnehmen würden, dann würden wir die anderen Bäume tangieren. Dadurch, dass die Sonneneinstrahlung sich verändert, kriegen wir hier dann einen Sonnenbrand. Also auch der Baum kann einen Sonnenbrand bekommen. Das heißt, die Rinde platzt auf und hat eine Eintrittspforte für Pilze. Selbst wenn man sie gleich ersetzt, würde das Fällen der Buche also die ganze Allee erheblich schädigen. Sie darf stehen bleiben. Franz Heuberger Freutz. Gott sei Dank. Dass man das jetzt erhalten kann, das ist schon was wert. Die Gewindestange hält den Zwiesel künftig zusammen. Bald wird sie mit der Buche verwachsen und von außen nicht mehr zu sehen sein. Nicht mehr zu retten ist die ungarische Eiche. Wie sie fällt, hat Andreas Neumeier gefilmt. Hätte man die Eiche im Ganzen gefällt, hätte sie umstehende Bäume und Sträucher massiv beschädigt. Einzige Möglichkeit, Stück für Stück. Und jetzt wird auch noch die Wurzel weggefräst. Aber da gab's doch die Idee vom Stamm als Biotoppunkt. Es wäre ein wunderschönes Habitat. Aber wir pflanzen hier mehrere neue Bäume, sodass ein Ersatz auf jeden Fall da ist. Und Biotope gibt's im Park von Schloss Seyfriedsberg wahrlich genügend. Junge Eichen aber noch nicht. Zur ungarischen kommt jetzt noch eine weitere, eine Traubeneiche. Damit hat die imposante Eichengruppe jetzt sogar einen Baum mehr als vorher. Wunderschön, wenn man mal was entfernen muss, wenn man dann auch den Ausgleich dafür pflanzen kann. Das ist natürlich toll, ja. Und ist auch wichtig. Es gibt nichts Wichtiges. Ja. Genau. Ja. Naja, das sind jetzt die ersten beiden Bäume, die ersetzt wurden von den Bäumen, die im Laufe der Zeit abgegangen sind. Schaut so aus, als ob sie schon immer da gestanden wären. Ne? In den letzten 15 Jahren sind ein Dutzend alter Bäume verschwunden. Nach und nach sollen alle ersetzt werden. Als nächstes werden eine Weißtanne und zwei Tulpenbäume gepflanzt. Ganz im Sinne von Margarete Ammon. Da kommen die Radlfahrer, da kommen die Wanderer von Augsburg raus, da kommen die alten Damen, die beten wollen. Also jeder findet da was. Und das möchte ich einfach erhalten. Und auch, wissen Sie, von meiner Stiftung aus gesehen, ich habe eine Devise für diese Stiftung. Und die heißt, zum Wohle der Menschen im Einklang mit der Natur. Und das trifft in Seyfriedsberg prima aufeinander. Großartig, wenn die jeweiligen Bedürfnisse so gut zusammenpassen. Und dass dieser einzigartige Park weiter offen steht, als Oase für die Menschen.